Bullerle Bastelzeit und ich würde sagen, wir machen mal bei einem Teil weiter, was wir schon mal gesehen haben, nämlich das hier. Das ist ein DPS 3005. Das ist ein kleines integriertes quasi Labornetzteil. Maximal 30 Volt, maximal 5 Ampere. Und ja, das hatten wir in der letzten Folge bereits in diese schöne Box hier eingebaut. Zumindest mal, wenn es alles angeschlossen ist. Dann haben wir hier vorne entsprechend unser Bedienpanel. Wir haben unsere Laborbuchsen hier, einfach so 4 mm Bananenbuchsen zum Schrauben oder Stecken. Wir haben einen Anschluss, an den ich ein Netzteil anschließen kann. In dem Fall hier dasselbe, was ich auch für meinen TS100 Mobillötkolben verwende. Und einen entsprechenden Ausschalter, hier mit solchen ja, Dingern an der Seite, dass man da nicht in der Tasche versehentlich an- und ausschaltet. Damit ist das Ding schon mal halbwegs mobil. Ich kann unterwegs das Netzteil anschließen und habe dann hier mein regelbares Labornetzteil. Aber wenn ich mobil sage, dann möchte ich auch mobil haben. Das heißt, da soll dann noch bitte ein Akku rein. Ja, wenn wir von Akku reden, ich habe das ja extra ein bisschen größer gemacht, dass da hinten noch was Platz ist. Anbieten würden sich natürlich jetzt sowas hier, eine 18650 Zelle. Das ist so die Standard-Lithium-Zelle. Die haben meistens so 2000-2500 mAh bei 3,7 Volt. Das würde theoretisch fast funktionieren, mit einer Ausnahme. Und zwar, wenn wir uns hier das Innenleben nochmal anschauen. Ich habe hier meinen Stromeingang über den Schalter auf diese Box erstmal hier. Und das ist ein Step-Up-Regler, also ein Boost-Regler. Der macht aus einer geringeren Spannung eine höhere. Hintergrund, hier kommen über das Netzteil, was ich habe, üblicherweise 24 Volt rein. Man kann auch mit einem 12 Volt Netzteil arbeiten. Ich wollte aber auch 24 Volt ausgeben können oder ein bisschen drüber. Deswegen macht er hier die Spannung ein bisschen hoch. Dieses Modul braucht aber Minimum am Eingang 5 Volt, so um den Dreh. Die hier, die hat 3,7 Volt wenn, als reguläre Spannung, wenn sie ganz voll ist 4,2, also zu wenig. Ich bräuchte 2 von den Zellen. Was ich jetzt gemacht habe, ist nicht auf diese hier gegangen, sondern stattdessen so ein Pack hier benutzt. Das ist ein Lithium-Pack, wie er zum Beispiel im Modellbau verwendet wird. Das hier sind eigentlich, wenn wir von der Seite gucken, können wir es auch so ein bisschen sehen, zwei Lithiumzellen, die hintereinander geschaltet sind. Das heißt, die Spannung verdoppelt sich. Wir haben 7,2 Volt normal oder 8,4, wenn sie ganz voll ist. Das reicht durchaus aus, um hier das Ding dann auf Akku betreiben zu können. Der gibt seine, was weiß ich, sagen wir mal 8 Volt raus. Der drückt die hoch bis auf die 26, 27, 28 Volt. Und dann kommt unser Labornetzteil hinten dran, was dann den Ausgang bereitstellt. So, wenn ich die jetzt direkt anklemmen würde, hätten wir im Prinzip schon ein funktionierendes Teil, aber zwei Sachen würden uns dann fehlen. Zum einen, ich bin mir nicht sicher, ob die hier protected ist, das heißt, ob hier eine Schutzbeschaltung drin ist, die sich darum kümmert, dass das Ding hier keine Kurzschlüsse abbekommt, dass das Ding hier nicht zu tief entladen wird und dadurch beschädigt wird. Das heißt, ich möchte gerne noch eine Protection in diesem Netzteil haben. Und das zweite, naja, natürlich könnte ich jetzt hingehen, das Netzteil benutzen und wenn der Akku leer ist, baue ich das komplette wieder aus, lade den Akku an einem Ladegerät auf und tue es danach wieder rein. Aber das ist nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte, dass der Akku hier in der Kiste auch geladen werden kann. Einfach, wenn ich das Netzteil drin habe, soll das so funktionieren. Also brauche ich diese ganze Lade- und Schutzschaltung. Ich bin da den einfachen Weg gegangen, und zwar den hier. Den hatte man schon mal, das ist ein Modul basierend auf dem TP4056. Das ist ein Modul, da gibt man hier vorne 5 Volt rein, entweder per Micro-USB oder über die beiden Löteinschlüsse. Da haben wir dann den eigentlichen Lade-IC, den 4056. Der kümmert sich darum, dass dieser Akku mit einem gewissen Strom und auch entsprechend mit der Spannungsabschaltung geladen wird. Da ist die ganze Intelligenz schon drin. Und gleichzeitig haben die Module hier hinten noch die zwei Bauteile drauf. Das ist die Protection, also der Schutz vor Entladen, vor Kurzschluss und so weiter. Problem an der Sache, das hier sind ja zwei Zellen. Also habe ich das Ganze einfach verdoppelt. Ist nicht schön, aber funktioniert. Gibt ein paar kleine Sachen, die wir beachten müssen, da komme ich gleich zu. Aber das generelle Konzept ist relativ einfach. Wir haben hier unsere Stecker vom Akku. Da sehen wir schon, da sind zwei Stück dran. Wir haben einmal diesen hier. Das ist der Hauptstromanschluss. Da wird die komplette Spannung des Akkus rausgegeben. Und wir haben den hier noch dabei, der ist der sogenannte Balance-Anschluss.
Hier kommt von jeder Zelle ein Kabel passend an, also von jeder Position. In dem Fall hier haben wir drei, das heißt, wir haben einmal die Minusseite, wie auch hier, wir haben die Plusseite, wie auch hier, und wir haben den blauen Draht, der ist quasi zwischen den beiden Zellen an dem Kontakt angeschlossen. Normalerweise wird der benutzt an Ladegeräten, um ein Balancing durchzuführen, das heißt, wenn wir die hier laden, dann kann es passieren, dass die sich unterschiedlich schnell laden, die beiden Zellen. Und das würde heißen, wenn wir einfach nur hier unsere 8,4 Volt draufgeben, dass zum Beispiel eine zu stark geladen wird auf 4,3 Volt und die andere zu wenig geladen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen Ladegeräte über diesen hier hin und laden dann entweder die Zelle, die hinterher hinkt, nach oder fangen an, die Zelle, die zu schnell sich lädt, wieder zu entladen. Das machen wir uns hier zunutze. Ich habe hier einmal einen Anschluss, den hier, wo der Strom drüber geht. Der geht zum einen an den Schalter, das ist ein Dreiwegeschalter, das heißt, den kann ich sowohl nach unten als auch nach oben schalten. Und auf der anderen Seite geht es direkt hier dran, das heißt, wenn wir den hier anschließen, dann müssten wir eigentlich direkt sehen können, dass wir hier, okay, ich sollte vielleicht vorne das DPS erstmal anstecken, Moment. So, jetzt aber, also nochmal, wenn wir den hier anstecken, dann sollten wir in der Lage sein, den einzuschalten. Nix. Warum nicht? Naja, ganz einfach. Der Minuspol, der ist noch hier drüber geschliffen und die Protection hier drin, die hat angesprochen. Und da kommt dann die Platine ins Spiel, die hier hinten noch zu sehen war. Das ist einfach nur dieser Balance-Anschluss, den habe ich gerade hier drauf gemacht, dass ich das vernünftig einstecken kann. Das heißt, wenn ich den einstecke, dann verbindet der auch Plus mit hier oben dem und den mittleren von den beiden mit dieser mittleren Stellung hier. Das heißt, wenn wir das hier dran machen, dass wir jetzt über dieses Modul 3,7 Volt haben, über dieses Modul einen 3,7 Volt Akku haben und entsprechend, wenn wir einschalten, wir sehen schon die rote Lampe und das Ding startet. Das heißt, jetzt kann ich auch hier ohne Kabel mit diesem Akku das Ganze betreiben. Soweit, so gut. Fehlt noch das Laden. Der Laden ist ja relativ einfach. Wir haben ja hier 5 Volt, das heißt, wir stecken jeweils ein entsprechendes Kabel an und laden. Kann man tun, dürfte dann aber ein ziemlich lautes Laden werden, denn da gibt es ein kleines Problem. Und zwar sind die hier nicht isoliert. Das heißt, hier vorne sind unterschiedliche Spannungspotenziale. Wenn ich jetzt mit einem Kabel hingehe und die beide zum Beispiel mit einer Powerbank oder sowas verbinde, da ist auch das Metall ja verbunden von den Ausgängen. Das heißt, wir würden den Akku im Prinzip kurz schließen. Theoretisch sollte die Protection das abfangen, aber ausprobieren möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Wir können also nicht hingehen und einfach hier Strom drauf geben. Das geht schief. Also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass diese hier nicht mehr miteinander verbunden sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir haben. Wir könnten entweder immer eine Zelle abklemmen vom Akku und die dann hintereinander laden. Das ist relativ aufwendig. Oder wir können hingehen und versuchen, zwei USB-Anschlüsse zu holen, die nichts miteinander zu tun haben. Wie geht das? Na, entweder zum Beispiel zwei Powerbanks, aber das ist eher unschön für unterwegs, mit zwei durch die Gegend zu laufen, mal davon abgesehen, dass ich es am Schluss ja über den Eingang hier unten machen möchte. Also ist meine Idee, ich hole mir diese hier. Das sind die sogenannten B0505S-1W. Das sind isolierte DC-DC-Wandler. Im Prinzip, was hier drin steckt, das ist ein DC-DC-Wandler. Wir geben am Eingang 5 Volt DC rein. Daraus macht er intern eine relativ schnelle AC-Spannung, schickt das über einen ganz kleinen Trafo hier drin oder Übertrager und am Schluss wird es wieder auf 5 Volt geregelt und gleichgerichtet. Das heißt, wir geben 5 Volt rein, es kommen 5 Volt raus. Die sind aber elektrisch nicht miteinander verbunden. Das hat den schönen Vorteil natürlich dann, dass wir auch hier machen können, was wir wollen. Und bis zu der Durchschlagsspannung, was wahrscheinlich irgendwo im Bereich 1000 Volt oder so ist, da eine Trennung haben. Wir können also hier zwei Stück hinmachen, auf beide derselbe 5 Volt reingeben und die Ausgänge jeweils auf einen legen. Es gibt einen kleinen Nachteil von den Teilen, und zwar solche DC-DC isolierte Wandler, die sind relativ ineffizient und das sieht man auch dann an der Angabe da hinten, nämlich 1 Watt. Naja, 5 Volt, 1 Watt, da kommt nicht mehr viel raus. Da reden wir von 200 mA, die wir hier drüber jagen können. Den hier können wir definitiv mit mehr als 200 mA eigentlich laden. Muss ich mal gucken, eventuell, dass ich mehrere davon dann parallel schalte, um den Strom zu erhöhen. Eventuell auch hier
Hier kann man die Widerstände austauschen. Normalerweise laden die den Akku mit 1 Ampere, dass ich da versuche runterzugehen. Aber da wird sich schon was finden. Für diejenigen, die es nachbasteln wollen, ihr könnt auch mal gucken, es gibt von dieser 0505S-Serie auch einen 2-Watt-Regler. Das ist dann schon mal zumindest das Doppelte. Da kann man sich eventuell ein bisschen verkabelt sparen. Aber ja, das wäre jetzt das Ziel. Wie gesagt, er braucht 5 Volt am Eingang. Das heißt, wenn ich über die 24 Volt hier unten laden möchte, brauchen wir noch irgendwas hier drin, was die 24 Volt auf 5 Volt drückt. Also nochmal einen separaten Step-Down. Wird sich bestimmt irgendwo was finden, diese kleinen Mini-Teile. Die sind meistens ja für so 2-3 Ampere angeblich ausgelegt. Das sollte definitiv reichen, wenn wir hier nur, was weiß ich, 400, 800 mA ziehen können. Aber das ist jetzt mal der Plan, würde ich sagen. Ich suche mal ein bisschen was zum Löten und dann bauen wir das irgendwie zusammen. So, was ich jetzt noch gucken werde, wir haben ja eben schon gesagt, ich möchte das hier drüber laden. Ich meine, dass irgendwas vom Eingang ohnehin bis zum Akku durchverbunden ist bei den Modulen. Das heißt, wir messen einfach mal, was da verbunden ist. Vielleicht kann ich mir dafür eine Zelle oder so ja sparen, diese Inverter hier einzubauen. Das wäre natürlich durchaus hilfreich für mich. Also gucken wir mal, ist Minus verbunden? Ja, Minus ist direkt miteinander verbunden. Das heißt also, wir können im Prinzip die erste Zelle, die untere Zelle, wo auch das System Minus dran hängt, da direkt betreiben an den 5 Volt und nur für den oberen dann diese isolierten Module verwenden. Das spart mir da ein bisschen was zum Verkabeln. Was die Dinger hier angeht, da sehen wir hier einen Punkt an dem entsprechenden Pin. Das ist Pin Nummer 1 und das Pinout wäre dann Ground. 5 Volt und dann der Ausgang 0 Volt und 5 Volt. Und ich denke, ich werde die hier dann einstellen mit einem 3,9 Kiloohm Widerstand. Da müssten wir etwas über 300 mA liegen. 300 mA wären 2 hier von den Modulen. Das heißt, ich werde 2 hiervon einbauen, die dann parallel schalten. Das lädt dann nicht schnell, aber immerhin, es lädt und das reicht mir im Prinzip dann erstmal aus. Die sollten sich theoretisch parallel schalten lassen können. Das heißt, die kann ich dann einfach hier nebeneinander einbauen, die Sachen irgendwie verbinden und sollte sich das hoffentlich alles machen lassen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, also Kabel sind schon mal dran. Wir haben entsprechend die Ausgänge von diesem Isolator an die entsprechenden Eingänge hier dran gemacht. Der Minuspol geht jetzt hier an das andere Modul, das ist aber durchgeschliffen auf das generelle Minus vom ganzen System. Und der hier, der braucht plus 5 Volt. Dafür habe ich mir den hier noch besorgt. Das ist noch so ein kleiner Step-Down-Regler. Zumindest mal, wenn ich Glück habe, ist es ein Step-Down-Regler. Steht leider nicht viel drauf. Müssen wir mal schauen, wo wir den Strom am sinnvollsten herholen. Ich würde fast sagen, den hole ich mir direkt vom Eingang. Dann ist der dauerhaft unter Strom, das heißt, der lädt, sobald man was einsteckt. Man muss nichts einschalten dafür, das macht wahrscheinlich Sinn. Minus kann ich mir von hier irgendwo holen und dann müsste das eigentlich passen. Natürlich erstmal nur den Eingang anklemmen, denn der Ausgang, der muss ja erst noch gesetzt werden, sodass der auch die richtige Spannung rausbringt. Denn wir brauchen ja definitiv 5 Volt, nicht wirklich viel mehr. Ein bisschen was hält das Modul aus, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, Eingangsspannung, wie gesagt, 24 Volt. Ich denke mal, dass hier diese kleinen großen Module damit klarkommen. Das ist jetzt ja keine so hohe Spannung. Was wir ja auch ganz gut sehen können hier unten, der Minuspol, der ist durchverbunden. Das heißt, da ist keine Trennung. Das ist ja das, was ich eben gesagt hatte, dass wir den Minus ja auch trennen müssen, deswegen dieser Isolator hier. Heißt für uns aber auch, wir müssen den Minus nicht nochmal hier hinten drüber anklemmen. Das reicht, wenn das alles an einem dranhängt. So, jetzt schauen wir mal gerade hier. Das geht da oben dran. Dann machen wir den mal dahin, sodass er immer Strom hat, sobald wir da etwas einstecken. Und der Minuspol können wir da mit dabei machen im Prinzip. Theoretisch müsste das jetzt alles passen. Dann würde ich sagen, geben wir mal Strom drauf, wechseln einmal hier das Netzteil und gucken, ob es qualmt. Okay, kein Qualm kommt raus.
Einschalten geht. Preisfrage, was haben wir denn jetzt hier für eine Spannung am Ausgang? Denn die müssen wir ja auf 5 Volt irgendwie kriegen. Und da haben wir momentan 12,8 Volt. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, wenn wir 24 Volt reingeben, dass es definitiv ein Step-Down ist. Aber natürlich zu hoch. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen einstellen. 4,9 Volt, das ist ausreichend. Wir gehen eh nur bis 4,2, der Rest wird verpulvert. Okay, den haben wir also auch fertig. Fehlt dann nur noch das eine einzige Kabel, nämlich der Ausgang hier, die 5 Volt jetzt auf die entsprechenden Regler hier hinten. Dann sollte unser Ladegerät theoretisch funktionieren. Was das praktisch tut, messen wir dann natürlich. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt funktioniert? Schauen wir mal. Einmal kurz Strom drauf und... Okay, das ist nicht ganz das, was ich suche. Irgendwas fehlt uns. Ah, da fehlt noch ein Kabel. Okay. Never mind. Wir haben hier noch keinen Pluspol angeschlossen an den anderen Modul. Das müssen wir noch von hier aus rüberschleifen. Aber wir haben schon mal gesehen, eins hiervon geht an. Und... Das dürfte jetzt theoretisch komplett isoliert sein von unserem Eingang, wenn das alles funktioniert. Gucken wir doch einfach mal. Haben wir hier mal einen Durchgangstest. So, schauen wir mal. Wir haben hier unser Eingangsminus. Das kommt von hier unten. Das geht auf das eine Modul hier. Da kommt unser Minus an. Okay, da ist wohl noch ein bisschen Flachs drauf. Aber hier sehen wir keine Verbindung, obwohl das auch Minus ist. Ja, einer geht, einer nicht mehr. Habe ich da eben irgendwo mit meinen Messspitzen vielleicht etwas kurz geschlossen und den oberen gekillt? Der sagt gar nichts. Nee, da kommt ein Volt raus. Das kommt nicht hin. Gehen wir mal davon aus, dass ich da eben irgendwo mit der Messspitze abgerutscht bin und das obere Modul im Eimer ist. Dann tausche ich das gerade noch aus. Sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Auch wenn ich hier einstecke, sehen wir, dass jetzt beide angehen. Das ist gut. Kontrollieren wir nochmal zur Sicherheit die Spannung, die rauskommt. 4,17 Volt. 4,16 Volt. Das ist gut. Also, das sollte theoretisch funktionieren. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, jetzt können wir das natürlich auch noch mal probieren über den externen hier. Da brauchen wir dann den hier und auch der. Ja, beide gehen entsprechend auf blau. So sollte das sein. Dann können wir jetzt mal schauen, was der Akku dazu sagt. Haben wir hier diesen. Der war schon ein bisschen in Betrieb, also ich gehe mal davon aus, voll ist der nicht mehr. Schauen wir doch einfach mal, was hier rauskommt. Wir haben die untere Zelle. Die liegt bei 3,84 Volt. Und die obere Zelle, ja, 3,72 Volt. Also wir sehen auch, dass die beiden Zellen unterschiedlich voll sind. Das ist ja auch das, was ich gesagt hatte. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der hier so sagt. Erstmal den Hauptstrom dran. Also, machen wir mal den mittleren wieder dran. Keine Explosion, das ist schon mal gut. Strom geht auch an. Wir sehen die rote Lampe, die leuchtet. Und auch vorne das Display ist an. Na dann, gehen wir mal den Ladestrom drauf. Und schauen, was er dazu sagt. Beide gehen rot. Das sieht schon mal in Ordnung aus. Was mir aber gerade einfällt, was ich nicht bedacht habe, der probiert jetzt natürlich 1 Ampere zu ziehen. Die müsste ich natürlich noch umlöten auf, was haben wir gesagt, 300 mA oder so. Suche ich mal passende Widerstände. So, der relevante für uns, das ist dieser eine Widerstand hier, R3. Das ist hier bei dem ein 122, also 1200. Übersetzt dann 1,2 Kiloohm und das entspricht 1 Ampere an Ladestrom. Ich hatte ja gesagt, ich möchte irgendwas um die 300, das wären dann 4 Kiloohm. 4 ist jetzt kein wirklicher E-Wert,
Also irgendwas in der Nähe, 3,9 soll es geben. Dann gucken wir einfach mal hier rein. Und Megaohm, nein, Kiloohm geht in die richtige Richtung. Hier haben wir 3,9, 4,7, das wären die nächsten. 3,9 klingt gut, ist ein bisschen dann drüber über den 300. Aber haben wir im Prinzip bis 400, was wir können. Dann würde ich sagen, holen wir uns davon zwei raus, tauschen die Widerstände dann passend hier auf den Modulen aus. Und dann sollten wir auch unser Ladestrom in einem Bereich haben, den diese Isolatoren, die ich hier verbaut habe, diese zwei schwarzen Türmchen, dann auch stemmen können sollten. Also den alten 1,2 Kiloohm Widerstand erstmal da raus operieren. Zur Sicherheit nochmal nachmessen, nicht dass wir uns einen Kurzschluss irgendwo verbaut haben. Und wir haben 3,91 und an dieser Stelle 3,87. Okay, close enough. Dann sollten wir jetzt theoretisch vollständig nutzbar sein. Ne? Können im Prinzip ja sogar den Ladestrom messen. Dann machen wir erst einmal den hier. Dann schauen wir mal. Theoretisch müssten wir jetzt ja was sehen können hier. Wir sind im Moment bei 0 Ampere. Wenn ich jetzt einstecke, müsste er anfangen zu laden. Da kommt er. Der lädt mit 371, 372 mA, das ist okay. Was sagt der andere? 290, den nochmal auf 0 hier. Und ja, 280 mA, das ist auch okay, bisschen tief, aber ich denke, damit können wir leben. Ja, das heißt, die beiden Akkus laden jetzt fleißig hier, sobald ich den Strom einstecke. Genau das, was ich wollte. Muss der ganze Kram nur noch hier rein, möglichst so, dass es keine Kurzschlüsse gibt, aber nee, wofür gibt es Klebeband? Das sollte wohl machbar sein. Was ich auch noch mache, ist hier hinten dieses Board, was ich mir da gelötet habe, das hier ein bisschen kürzen, dass das nicht hier so groß ist, dass es auch irgendwo an die Seite kriegen kann. Und ja, theoretisch müsste das alles gewesen sein. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe jetzt alles mehr oder weniger mit Heißkleber und ein bisschen von diesem Gewebeband befestigt, sodass da nichts rumfliegt im Gehäuse. Was ich auch gemacht habe, ist hier bei den Modulen die entsprechend so rum eingebaut. Das heißt, die LED leuchtet gegen die Seitenwand. Ich hoffe, dann sehe ich von außen die LEDs. Das sollte eigentlich genügend durchlässig sein. Ansonsten haben wir hier den Hauptstecker und diesen Balance Port entsprechend verfügbar. Der Akku kann hier hinten dann ins Gehäuse rein. Da ist auch noch genügend Platz, dass, wenn ich das möchte, da im Nachhinein auch noch ein Umbau auf 18650 Zellen möglich wäre. Einfach mit dem Hintergrund, naja, das Ding hier hat 900 mAh, zwei hiervon hätten dann 2000, also mal eben das Doppelte. Und ja, die müssten sich eigentlich, hier so ein Standardhalter wird wahrscheinlich eng, aber im Zweifelsfall gibt es hier diese, zum Beispiel den Flex-Butter, das sind solche zum Drucken. Das sollte auf jeden Fall da reinpassen, wenn man das denn dann möchte. Nun gut, erstmal werde ich aber mit hier dem Akku weiterarbeiten. Technisch können wir jetzt natürlich auch hier laden und haben den großen Vorteil, jede von diesen zwei Zellen wird einzeln geladen, einzeln überwacht. Wir haben also keine Probleme irgendwie mit Balancing, dass die sich unterschiedlich stark entladen oder laden. Das wird alles eigentlich ausgeglichen und berücksichtigt. Das ist also nicht das Problem. Und mal gucken, die hier drin versenken. Dann sollte das eigentlich alles erledigt sein. Können wir schauen, können wir anschalten. Halt so rum, das ist der Akku und das funktioniert. Das ist schon mal gut. Was wir auch sehen können, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, an der Seite haben wir die Power-LED, die wir sehen können von dem entsprechenden Step-Up-Converter. Und laden geht natürlich auch. Und wenn ich das hier einstecke, auch jetzt im ausgeschalteten Zustand, dann sollte eigentlich hier automatisch, wir sehen, das Ding anfangen zu laden. Wir sehen zwei rote Lampen an der Seite und entsprechend werden jetzt beide Zellen geladen. Irgendwann sollten die dann auf blau gehen, wahrscheinlich nacheinander, weil wie gesagt, nie sind alle Zellen gleich. Und ja, so bin ich dann bereit für unterwegs. Und ich würde sagen, ja, dann kann der Deckel da drauf
Und einige Vielzeit später, Zelle 1 ist blau, Zelle 2 ist blau und ich muss morgen arbeiten. Ja, die Akkus sind also beide voll, beziehungsweise beide Zellen dieses einen Akkus. Das wollte mir auch haben und entsprechend können wir hier auch ganz normal arbeiten. Wir können das Ding jetzt hier nach unten stellen für den Netzbetrieb. Jetzt versorgt er sich hier drüber. Entsprechend geht hier auch alles an. Und wenn wir nach oben stellen, geht er auf Batteriebetrieb. Und ich hätte jetzt erwartet, dass eine sogar rot geht. Anscheinend jetzt noch nicht. Prinzipiell möchte man im Netzbetrieb arbeiten, wenn Netz angeschlossen ist. Ja, hier wird es langsam rot. Denn am Ende, wir wollen ja eine Last rausziehen, das braucht Strom. Die Elektronik selber braucht auch schon Strom, der Step-Out braucht Strom. Und über den Batterieladeweg hier können wir ja nur so 2,5, 3 Watt, schätze ich, reinmachen. Das heißt, alles, was wir da drüber an Stromverbrauch haben, kommt aus dem Akku. Das heißt, selbst wenn das Kabel eingesteckt ist, wenn wir hier so betreiben, entlädt er sich. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen, wenn man im Netzbetrieb ist, immer nach unten auf den Netzbetrieb. Dann wird der Akku nicht belastet. Das ist auch besser so. Gut, was wir auch machen können, ihr habt eventuell gesehen, wenn ich hier umschalte, das funktioniert mehr oder weniger ohne Ausfall, einfach dadurch, dass der Step-Up-Konverter relativ viel Kapazität drin hat. Das heißt, der versorgt das dann in der Zwischenzeit weiter. Mit viel Last am Ausgang wird es nicht funktionieren, aber so die normalen Sachen sollten gehen. Und dann würde ich mal sagen, testen wir das Ganze. Ich habe hier mal einen alten, sehr, sehr alten LED-Streifen. Und hier ist es natürlich praktisch, dass man hier diese Schraubdinger hat. Da geht das auch mit losen Kabeln. Den können wir jetzt hier entsprechend mal auf 12 Volt stellen. Etwas mehr Strom wäre wahrscheinlich auch gut. Mit 20 mA gibt das keinen. Und wenn wir einschalten, sehen wir, dass der Streifen hier offensichtlich seine besten Tage hinter sich hatte. Ich denke, man kann es sehen, da sind nur noch Stellen, die leuchten. Aber wir sehen es bei 1,76 Watt, 150 mA, 12 Volt. Kommt hin. Wenn ich jetzt hier den Stromstecker ziehe, dann geht das Ganze natürlich aus, weil ich den in der Stellung habe, dass er von hier unten versorgt. Zum Einstecken möchtet ihr ausschalten, ansonsten lädt er diese ganzen großen Kondensatoren von dem Step-Up-Konverter direkt in einem auf und es gibt einen ziemlichen Funken. Nicht, dass ich das eben schon ausprobiert hätte. So, jetzt haben wir an. Wenn ich jetzt unterwegs machen will, gehe ich halt auf den Batteriemodus. Jetzt kann ich auch entsprechend ausstecken und das Ding hier mobil verwenden und mit meinem schönen LED-Streifen da durch die Gegend wandern. Ja, prinzipiell läuft also alles. Es gibt natürlich, wie immer bei jedem Projekt, ein paar Sachen, die man anders machen würde. Das erste, was ich anders machen würde, ist das Gehäuse. Nicht nur, dass halt die Maße nicht so ganz gepasst haben, sondern vor allen Dingen hier der Deckel. Weil hier vorne an der einen Ecke nichts ist, da kann man den relativ weit hochheben, das ist nicht gut. Ansonsten, ich meine, das Grundprinzip vom Deckel hier mit dem Schieben funktioniert nur halt diese Stelle und ich kann auch nicht einfach was dazu machen, einfach weil der so weit hoch geht. Mal schauen. Es gibt noch ein paar andere Konzepte, zum Beispiel, dass man die zum Klippen macht oder so. Vielleicht ist das ja eine Idee. Was auch noch eine Idee wäre, die auf jeden Fall Sinn machen würde, das ist, hier diesen Bereich zu tauschen. Und zwar habe ich ja momentan drei Modi. Ich habe aus, ich habe den Akkubetrieb und ich habe, wenn ich nach unten gehe, den Netzbetrieb. Was machbar sein dürfte, es gibt hier diese Buchsen für den Stromstecker, meines Wissens auch mit einem eingebauten Schalter. Das heißt, die schalten um, je nachdem, ob man ausgesteckt hat oder eingesteckt hat. Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Dann könnte ich das nämlich so anklemmen, dass sobald ich ausstecke, er den Akku benutzt. Und sobald ich einstecke, automatisch das Netzteil benutzt wird für den Netzteilpart. Der hier könnte dann entsprechend ein einfacher Ein-Ausschalter sein. Und so ist dann schon mal gewährleistet, dass man nicht versehentlich auf Akkubetrieb ist, einsteckt und trotzdem der Akku dann leer läuft. Wie es jetzt zum Beispiel der Fall wäre, weil ich habe ja nicht umgeschaltet. Ist halt auch noch so etwas, was man umbauen kann. Aber generell, man sieht, ups, es leuchtet immer noch. Der Deckel hält zumindest halbwegs da drauf fest. Und ja, ich habe jetzt auch noch nichts gemerkt, dass es sonst irgendwelche Probleme gibt. Der wird nicht groß warm, auch unter größeren Lasten funktioniert das. Klar, bei größeren Lasten ist der Akku natürlich schnell leer, aber gut, es ist halt um unterwegs mal kurz was zu testen, nicht um Sachen wirklich dauerhaft zu betreiben. Aber prinzipiell läuft das Ganze hier natürlich und ich würde mal damit sagen, das hier hat genau das erreicht, was ich wollte und tut jetzt, was es soll.